zwei Tage jetzt noch am Tag der Tongariro Nationalpark, nachdem wir das Crossing gemacht haben. Flo und Julia sind schon früher losgefahren, die treffen wir aber heute Abend schon wieder in New Plymouth und wir sind jetzt eben auf dem Weg von National Park nach New Plymouth und zwar fahren wir über den Forgotten World Highway, wo wir noch nicht so genau wissen, was uns da erwartet. Es ist ein braunes Schild an der Straße, also sind wir mal gespannt, was es hier in der Forgotten World so zu sehen gibt. Super Landschaft hier auf dem Lost World Highway und jetzt hier zwischendrin einfach mal 15 Kilometer Schotterpiste, nicht mehr asphaltiert. Ja, und interessant ist auch noch, dass hier immer irgendwelche Schilder am Straßenrand sind und aber nie irgendwo mal ein Weg abführt, wo es dahin geht. Also irgendwie alles schon zugebuchert ist oder so. Die Schilder sind auch schon ganz alt, dann kann man gar nicht mehr lesen. Ja, sieht aus wie vernachlässigt. Lost World. Ja, Lost World. Süß. Wir haben Kühe auf der Straße. So, wir fahren jetzt den Highway weiter und darf ich mal vorstellen, mein neuer Freund. So, wir fahren jetzt in die Republik Fangamomona, die eine eigenständige Republik ist, da sie vom Staat Neuseeland einmal von Taranaki, dem District Taranaki, an den District Whanganui abgegeben werden sollte. Und schon allein dadurch, dass die Stadt dann hätte für ein anderes Rugby-Team gespielt, schon allein dadurch wollten die Bürger dann das nicht und haben sich gewehrt und haben dann irgendwann einfach die Republik ausgerufen. Wie ernst das zu nehmen ist, weiß man nicht, aber auf jeden Fall wird hier alle zwei Jahre die Ausrufung der Republik gefeiert und die Leute, die da einreisen mit dem Zug, um zu diesem Spektakel zu kommen, die brauchen auch einen Pass und müssen ihren Pass vorzeigen, wenn sie dann einreisen. Lustige Sache, die Spinnen, die Neuseeländer. Wir sitzen jetzt im Fangamomona Hotel und essen was, trinken was und dann fahren wir die Strecke weiter bis nach Stratford und von da aus hoch nach New Plymouth. Und der Ort hier ist wirklich winzig, echt lustig. Ein paar Häuser, aber alles irgendwie cool, alles sind so alt und cool. Oh, So, wir sind jetzt in New Plymouth im Hostel. Pennen wir da draußen in unseren Vans, weil es billiger ist, aber können hier die Facilities mit benutzen. Und die Claudi und der Flo sind gerade dabei, weil heute erster Advent ist. Und backen Plätzchen. Ja. Ja, und draußen stehen die Palmen und die Sonne scheint. Und wir packen Plätzchen. Passt irgendwie zum alles nicht so richtig. Ersten Advent. Aha. Was für Plätzchen gibt's denn? Butter. Normale Plätzchen. Bisschen buttrig. Einem halben Kilo Butter. So, heute faul gewesen. Nee, gar nicht. Plätzchen gebacken und Pizza gebacken. Und jetzt geht es dann aufs Jack Johnson Konzert und leider dürfen wir da keine Kamera mal wieder mitnehmen. Deswegen bleibt ihr wieder hier, aber vielleicht können wir mit dem Handy ein, zwei Fotos schießen. Schauen wir mal. Viel Spaß. So, vorgestern war das Jack Johnson Konzert in New Plymouth. Wir sind jetzt ein Stück weiter nördlich. Auch nochmal mit Flo und Julia. Und haben jetzt gerade gefrühstückt.
und bauen gerade unser Camp hier ab. Und jetzt müssen wir auch dann langsam uns von Flo und Julia verabschieden, weil die weiter nach Süden Richtung Wellington fahren und Claudia und ich fahren nach Norden. Und ja, werden wir dann wohl erst in Deutschland wieder sehen. Von Flo und Julia verabschiedet. Wir fahren jetzt da hinten, genau in die andere Richtung. Und ja, war schön mit euch. Hat viel Spaß gemacht. Und schade, dass wir jetzt ohne euch weiterfahren, dass ihr nicht noch mit in den Norden kommt oder wir in den Süden. Aber wir wünschen euch noch ganz viel Spaß auf eurer Reise. Julia dann allein auf der Südinsel und Flo noch in der ganzen Welt. Ja, viel Spaß. Bleibt heil. Tschüss, Flo und Julia. Wir sind jetzt auf dem Weg von New Plymouth Richtung Norden. Wetter, ja, regnet nicht, aber sehr bewölkt. Wir sind beide müde. Ja, werden wahrscheinlich nicht so weit fahren heute. Die Landschaft sieht wieder ganz cool aus gerade. Ja, so ein typisches neuseeländisches Abholzungsgebiet. Es gibt ganz viele so Hänge, wo einfach irgendwelche Baumstämme irgendwie rumliegen. Ja, und wir sind jetzt zwischen Avakino und Kafia. Sind ab vom Main Highway und fahren jetzt so eine kleine Straße, die irgendwie auch so aussieht wie der Forgotten World Highway und die auch wohl 25 Kilometer dann ansiedelt, also Schotterpiste ist. Ja, und schöne Landschaft hier und da kommen ein paar Sachen, die man sich angucken kann mit kleineren Mini-Walks, 5 Minuten, 10 Minuten Walks. Und da gucken wir mal, vielleicht gucken wir uns noch was an. Wir sind jetzt hier im kleinen Ort Manukupa, irgendwo an der Küste, auf diesem kleinen verlassenen Highway, wo wir nur zwei Autos zwischendurch gesehen haben und ganz viele Schafe und Kühe auf der Straße. Und ja, hier werden wir wahrscheinlich übernachten, weil wir es ganz ruhig angehen lassen. Und hier in der Gegend so gibt es auch diese bedrohte Delfinart, wo es noch ein paar hunderte gibt, mit den runden Brückenflossen. Da gehen wir mal vor und gucken, ob wir was sehen. So, wir haben jetzt hier eingecheckt auf einem Campsite, sind direkt hier neben den süßen Kälbern, die ganz neugierig sind, aber sich doch nicht so richtig trauen. Aber ein schöner Campsite wieder, schön Schatten, wenig Leute, ein schöner Ort mit schönem Strand, schön schwarzer Sand. Und direkt neben den gefleckten Kühen stehen ganz getarnt die gefleckten Pferde. Da freut sich die Claudi.